Samstag, den 7. April 2018, fand bei strahlendem Sonnenschein der bereits 32. Bayerbacher Frühlingslauf statt. 507 Läufer und Läuferinnen starteten in den unterschiedlichen Klassen 21.100 Meter Halbmarathon, 500 Meter Knirpse, 1000 Meter Kinder, 2000 Meter Schüler, 9300 Meter Frühlingslauf Classic, 5000 Meter Nordic Walking, Frühlingslauf Light und dem Roten Nasenlauf. Auch viele Zuseher wohnten dem tollen Event bei und feuerten die zahlreichen Starter fleißig an. Als Gast wurde auch Skistar Marc Diegruber eingeladen. Gelaufen wurde durch die wunderschöne Landschaft von Bayerbach-Reichenau. Ebenfalls wurden auf der Strecke einige Trinkstationen eingerichtet. Am Ortsplatz gab es dann für alle Essen und Trinken und auch das Bayerbacher Bläserensemble spielte auf. Heute der 32. Bayerbacher Frühlingslauf. Wie lange dauert das, bis so eine Veranstaltung organisiert ist und geplant ist? Ja, im Prinzip der 33. Bayerbacher Frühlingslauf ist am 6. April 2019. Und ich denke, noch 14 Tage, also Mitte April bis 3. Aprilwoche 2018, schauen wir schon langsam eher ruhig und gemächlich, aber der Vorstand, das sind halt 5-6 Leute. Die schauen halt dann schon langsam, dass nächstes Jahr wieder was alles auf Schiene kommt, schon langsam Verträge ausmachen, Sponsoren fragen. Und dann die Anmeldung startet im Normalfall im Herbst. Und was dürfen wir heute alles erwarten? Was dürfen wir heute alles erwarten? Wir haben neben unseren altbekannten Läufen von den Knirpsen weg von 500 Meter bis zum Halbmarathon, 21 Kilometer, hier alles mit dabei. Wir haben einen Fototrailer mit, wo man selbst aufs Titelblatt kommen kann. Wir haben heuer eigens neu dabei diese Frühlingslauf Schokotaler von der Firma Mirabell von Salzburg. Das bekommt jeder Teilnehmer auf alle Fälle und natürlich alle jene, die natürlich das gerne verkosten möchten. Unser neuer Sponsor Vita Kahn ist mit dabei, der versorgt die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Elektrolytgetränken und natürlich Verkostung. Natürlich im Zielbereich. Und was fällt mir noch ganz kurz ein? Bäckerei Schlief ist natürlich wieder mit dabei. Da gibt es 500 Starter Fitnesswecker für alle jene, die mit dabei sind. Und glaube ich, ganz legendär auch unsere Finisher-Medaille aus Holz, eigens gefräst, also eigens gelasert von der Firma Billing und Petsche, die uns in Wien eigens produzieren. Das sind aber nur einige von ganz, ganz vielen Sachen, wo wir einfach stolz sind. Was vielleicht noch wichtig ist, dass wir dann am Tag X, so wie es heute ist, die Sonne scheint, dann haben wir eigentlich schon gewonnen, alle miteinander. For Africa, Samina, Mina, eh, eh.
perfektes Wetter. Wie viele Starter haben wir heute dabei? Oder? Wir haben in den letzten Vorjahr gehabt 550 Starter. Und wir haben leider Gottes ein bisschen ein Defizit aufgrund des schlechten Wetters. Wie gesagt, vorige Woche Ostern, wir haben bis Mitte der Karwoche noch Schnee und teilweise sehr, sehr kühlen Regen gehabt. Und das tut natürlich alles ein bisschen weh. Aber wir hoffen, dass wir natürlich irgendwo in dem Bereich von 500 wieder hinkommen. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir sehr, sehr stolz und guter Dinge. Die Siegerehrung sowie die Pasta-Party für alle Teilnehmer fanden in der Peierbacher Kegerhalle statt. Hier wurden die zahlreichen tollen Gewinnspielpreise ausgelost, sowie die besten Läufer und Läuferinnen der unterschiedlichen Klassen mit Pokalen geehrt. Zu gewinnen gab es auch einen 600-Euro-Scheck, wenn man den Frühlingslauf Classic innerhalb von 30 Minuten bewältigt. Dies konnte diesmal jedoch kein Teilnehmer erreichen. Und hier im Anschluss sämtliche Gewinner im Schnelldurchlauf. Ihr zwei seid die Laufschnellsten in eurer Klasse. Wie bereitet man sich auf so einen Lauf vor? Mit Spaß am Laufen. Und ständigem Training. Genau. Wie oft wird da so trainiert? Reines Laufen nur dreimal die Woche, ansonsten Schwimmen, Krafttraining, was Spaß macht. Na, so fünfmal in der Woche und Wandern und alles, was Spaß macht. Und wie war der heutige Lauf und das Wetter? Sehr windig ein bisschen, aber es war wie immer eine schöne Veranstaltung. Verpasse ich nie den Peierbacher Frühlingslauf, da bin ich immer dabei. Perfektes Wetter, aber der Wind war manchmal stärker, aber vom Wetter her fantastisch.